Damen und Herren, liebe Kinder, heute feiern wir unser 20-jährigen Jubiläum. Ich bin so am Glück, dass ich eine deutsche, gute Sprache, schwere Sprache vergessen habe. Und jetzt begrüßen wir den Bürgermeister, Herrn Tesche. Vielen Dank. Ich war gerade hinter der Bühne. Ich darf Sie erstmal natürlich alle ganz herzlich begrüßen. Ich fange mal mit den Großeltern an, den Eltern, dann aber vor allen Dingen den Kindern, die im Publikum sitzen und all die, die gleich auf der Bühne mitwirken. Und hinter der Bühne war ich bei Frau Fuchs-Warners. Und sie sagt, ich bin so nervös. Und da habe ich gesagt, warum sind Sie so nervös? Das ist doch ja, Ihr Werk. Gerade als ich da unten neben Herrn Zerbst sah, unserem früheren ersten stellvertretenden Bürgermeister, der ihm ja schon von Anfang an so verbunden ist. Ja, und er auch winkt und wir gerade sprachen, jetzt ging gerade der Vorhang auf. Da habe ich so spontan gedacht, ich hätte jetzt ja lange ausführen können, 20 Jahre, was das alles bedeutet. Aber wenn man fragt, ob man nach 20 Jahren sagen kann, Frau Fuchs-Warners, es hat sich gelohnt, ich hatte Erfolg. Und man sieht dann ein solches Bild, dann beantwortet das diese Frage. Und ich will mich, wenn Sie erlauben, einen kleinen Moment, weil es 20 Jahre sind und ich gebeten worden bin, als Bürgermeister Stadt Recklinghausen einige Worte zu sagen, das tue ich auch sehr gerne, vielleicht noch zwei, drei Dinge aufzugreifen, die ich eben erst so gespürt und mitbekommen habe oder mich auch gerade unterhalten habe. Ich muss gestehen und zugestehen, und ich glaube, dass, da trete ich niemandem zu nahe, Ballett ist eine Tanzart, die nicht so verbreitet ist. In Ihrer Heimat, in Ihrer frühen Heimat mit Sicherheit, aber nicht hier. Und Sie sind vor 20 Jahren zur Spichernstraße gekommen. Ich weiß das, die Räumlichkeit hat Ihr Mann, der auch übrigens mitwirkt, der Herr Fuchs, Siegfried Fuchs. Da hinten ist er, da einmal einen guten Applaus. Der hat Ihnen damals die Räumlichkeiten gezeigt und Sie haben sofort gesagt, ich mache das. Und es hat nicht wenige in ihrem freundschaftlichen und persönlichen Umfeld gegeben, die gesagt haben, na, eine Ballettschule, Spichernstraße, Recklinghausen, ob das überhaupt gut geht. Und jetzt sind Sie schon 20 Jahre hier. Und stolz? Und wie? Ich möchte Ihnen aber noch ein Kompliment machen, gar keine große Rede, sondern lieber ein Kompliment machen. Ich kann mir vorstellen, also erstmal, ich weiß, dass das ist Ihr Leben, Ballett ist Ihr Leben. Sie haben das studiert, Sie waren erfolgreich, Sie sind dann, ich glaube, 1993 nach Recklinghausen gekommen, haben dann kurze Zeit später ja die Tanzschule Warners gegründet und aufgebaut. Ballettschule. Tanzschule haben wir viel, aber Ballettschule... Ich schimpfe nachher hinter den Kulissen mit denen, die mir das dahin geschrieben haben. Also Ballettschule Warners aufgemacht. Sie haben über 20 Jahre, ich glaube über 400 Kinder, Jugendliche und auch bis zum Erwachsenwerden betreut in ihrer Schule gehabt. Und ich weiß, dass ganz viele noch den Kontakt zu ihnen haben, auch wenn sie heute nicht mehr tanzen. Und das alleine zeigt auch schon, welche hohe Bindung da aufgebaut worden ist. Und dieses Bild, ich darf das nochmal zeigen, gleich sehen wir ja Tschaikowskis Nussknacker, das ist alleine schon... stimmig genug. Ich möchte Ihnen aber noch ein Kompliment machen, denn Sie sind ja seit einigen Jahren auch in diesem großen Veranstaltungsformat Kultur kommt der Stadt Recklinghausen. Und da wären Sie nicht, wenn Sie nicht so eine hohe Qualität bieten könnten. Also das muss ich immer sagen, das finde ich ganz toll. Dankeschön. Und zwei kleine Anmerkungen wirklich dann von meiner Seite zum Schluss. Die erste: Es ist ja mehr als nur Balletttanzen. Da ist ganz viel Disziplin dabei. Da ist auch Erziehung dabei. Da ist Motivation dabei. Und ich bin sicher, die Eltern, die ihre Kinder zu ihnen gegeben haben, haben oft gesagt, wie gut, dass wir diese Entscheidung getroffen haben, weil so etwas formt fürs Leben. Das vermittelt Werte,
für sich selbst persönlich, aber man ist ja auch eine Gemeinschaft, man ist auf den und die andere angewiesen, das prägt fürs Leben. Und da haben Sie, glaube ich, ganz viel geleistet, neben dem Ballett, in der quasi in der Formung junger Menschen auf dem Weg in ihr Leben. Auch das gebührt einen großen Dank. Und ich möchte nur sagen, die Mädchen, die hier bei uns tanzen, 99,9% sind alle gut in der Schule. Selbstbewusst und viel, viel Disziplin benötigen wir hier. Und deswegen sind dann natürlich alle in der Schule auch sehr gut. Und ich habe, muss man sagen, ich habe sehr, sehr talentierte Kinder. Und die Nervosität ist weg. Ja. Ein letztes gebe ich uns auf den Weg, weil mir das ganz, gerade kurz bevor ich Platz nehmen durfte, widerfahren ist im positiven Sinne. Und das ist etwas, das ist nicht an Sie gerichtet, weil Sie alle nicht so denken. Ich habe gerade einen jungen Mann kennengelernt. Den kenne ich schon ein bisschen länger, aber man sieht ihn ab und zu. Und der hat bei Ihnen getanzt. Und der hat jetzt aufgehört, obwohl er das so liebt, weil als Junge Ballett, da wird man oft von Schulkameraden gehänselt. Man muss das mal so sagen. Das ist schade. Das ist nicht auszuschließen, das ist irgendwo auch menschlich, aber es ist nicht richtig. Das ist schade, denn da müssen wir immer noch ein bisschen dran arbeiten. Wie gesagt, das trifft, Sie sind alle hier, Sie verstehen uns beide sofort. Aber man kann es auch weitergeben, dass wir in einer Stadt leben, wo wir im Grunde stolz drauf sind, dass wir eine Vielfalt bieten, dass wir gegenseitigen Respekt haben und Wertschätzung haben und Anerkennung haben. Und man muss vielleicht dann mal auch in die Schulen reingeben, der eine macht Leichtathletik, der andere spielt Fußball. Ja, und es gibt auch Gott sei Dank Jungen, die sagen, ich möchte tanzen, ich möchte zum Ballett. Und es gibt Spitzen. Balletttänzer, genau. Die Welt in Deutschland, und die Welt erlangt haben. Also von daher soll, möge allen ihre Schule offen stehen und mögen es alle auch machen. Und das, was Sie gerade gesagt haben, was die Kinder bei Ihnen lernen, neben dem Ballett, Form fürs Leben. Sie haben ganz vieles vollbracht. Wir sind stolz, dass Sie da sind. Wir sind stolz, dass Sie seit über 20 Jahren in Recklinghausen sind, seit 20 Jahren Ihre Ballettschule haben. Und dafür darf ich Ihnen zum Schluss stellvertretend für alle, die Sie auch unterstützt haben, aber Ihnen ganz persönlich noch einen Blumenstrauß überreichen. Und dann geht's, denke ich, weiß nicht, was Sie noch vorhaben, aber ich setze mich und dann geht's los. Ich hole das weg. Dankeschön. Danke. Ab Montag alle Jungs zu uns. Ich warte. Nicht nur Bier trinken, Fußball spielen, Ballett kann man auch tanzen. Und jetzt bitte Vorhang zu, wir fangen an mit unserem Ballett Nussknacker. Dankeschön.